Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Es ist Montagmorgen. Ich bin gestern Abend wiedergekommen aus Stuttgart. Deswegen geht auch heute Morgen um 10 noch kein Beitrag online, weil ich euch ja gerne die Swaps zeigen möchte, die ich ertauscht habe. Ich muss aber erst das Video drehen. Also machen wir das jetzt. Ich bin nämlich jetzt gerade aufgestanden, nachdem ich heute dann auch mal wieder ausreichend geschlafen habe. Das war am Wochenende eher nicht so der Fall, aber jetzt habe ich mich tatsächlich mal wieder ausschlafen können und ja, mache mich jetzt frisch ans Werk, dann wird das gleich geschnitten und hochgeladen und dann könnt ihr das heute Mittag oder heute Nachmittag begutachten. Ja, also, ich zeige euch als allererstes, blende ich euch ganz kurz den Swap, den ich verteilt habe. Ich habe euch den ja am Samstag schon gezeigt. Bilderrahmen embossed mit unserem Leitspruch. In Schwarz mit Silber embossed, in Weiß mit Gold embossed und in Rosa mit Kupfer embossed. Der ist auch ganz gut angekommen. Ich hatte erst ein kleines schlechtes Gewissen, weil das einfach ja so eine Ich-habe-keine-Zeit-Notlösung geworden ist. Aber es haben sich alle gefreut und ich glaube, er ist doch ganz gut angekommen. Und ja, ich zeige euch auf jeden Fall jetzt als allererstes, was ich ertauscht habe, und fange an mit dem Swap von der Frau, mit der ich das Wochenende verbracht habe. Das ist nämlich der Swap von Anja Ehmann. Anja hat das Meeresset benutzt. Ist ja so nicht so meins, aber ich finde, das ist eine gelungene Kombination. Den Oktopus mit seinen hässlichen Armen denken wir uns einfach weg. Und das weiß sie, aber das, wir haben am Freitag, habe ich bei ihr Workshop gemacht. Die Workshop-Projekte zeige ich euch auch noch, morgen vielleicht oder übermorgen. Also die Woche wird, glaube ich, jetzt voll mit Dingen, die ich am Wochenende getan habe, alle nacheinander weg. Aber da haben wir auch mit dem Projekt gearbeitet und ja, ich kann mich mit dem Set einfach nicht anfreunden. Aber natürlich kann ich damit basteln, um euch zu zeigen, dass es sowas auch bei Stamping Up gibt. Und ja, trotzdem freue ich mich natürlich, von Anja einen Swap bekommen zu haben. Ich habe gerne Swaps von meinen Freunden und das ist der erste. Dann haben wir noch eine Karte von Johanne A. Oh, Johanne A. ist eine der drei Damen, die uns aus Frankreich besucht haben. Wir hatten drei Französinnen bei unserer Veranstaltung dabei. Es war trotzdem total nett mit denen und auch wenn Sprachbarrieren da waren, es war alles überhaupt kein Problem, man lächelt sich an und es funktioniert total gut, weil wir alle dasselbe Hobby haben und weil wir alle so viel Spaß haben. Und ja, von Johanne auch vielen Dank an dich. Dann haben wir einen Swap von Heike Hüllebolze. Heike saß neben mir, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wir haben nochmal Platz getauscht. Ganz früh, als ich entdeckte, wo Heike saß, haben wir dann entschlossen, wir setzen uns mit an den Tisch. Das war eine total nette Runde. Wir hatten total viel Spaß an dem Tag. Ja, und Heike hat wieder tolle Swap gemacht. Ich mag ja auch tatsächlich super gerne nur schlicht. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Liebe Heike, schön, dass wir den Tag miteinander verbracht haben und vielen Dank für deinen Swap. Dann haben wir den nächsten. Den finde ich auch total schön. Der ist von Stefanie Krotz aus Dielheim-Horrenberg. Das ist ja auch süß, was es manchmal so für Ortsnamen gibt. Bin ich auch immer wieder fasziniert.
Ja, Lindgrün finde ich total schön. Auch mit diesen Spritzern. Ich habe am Wochenende etwas kennengelernt, das muss ich unbedingt noch besorgen. Das gefällt mir auch total gut. Da kann man auch so kleine Spritzer mitmachen. Es wird also demnächst mal ein paar Spritzer geben bei mir, wenn ich weiß, wo ich das herkriege. Weil das war mal ein SO-Artikel, den gibt es bei SO leider nicht mehr. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ja, also Lindgrün gefällt mir echt gut, auch wieder sehr schlicht. Ich bin ja echt total dafür. Vielen Dank, Liebe, für dich. Nein, an dich, für dich. Ich lese hier für dich. Nein, an dich. Vielen Dank für deinen Swap und fürs Tauschen. Dann habe ich. So, eben gucken, wo die andere ist. Die andere ist hier. Wie rum machen wir das denn mal? So rum machen wir das. Ich muss nämlich dies hier mal zuhalten. Ich habe Swaps getauscht und habe im Gegenzug Visitenkarten gekriegt. Ist auch süß, ne? Ich wollte meine letzten Swaps loswerden und einer davon ging an Dunja. Dunja hat mir dann eine Visitenkarte gegeben. Das ist sehr freundlich. Ebenso wie Susanne. Susanne war auch. Mit Dunja gemeinsam saß sie und hatte auch keine Swaps mehr. Wie machen wir das denn? Die tun wir mal hier hin. Und hat mir dann auch ebenfalls eine Visitenkarte gegeben. Dann habe ich einen Swap bekommen. Jo. Da steht gar kein Name drin. Schnief. Schade. Also, ein Swap lag auf meinem Tisch. Hier so. Ich habe sie dann irgendwann entdeckt. Sie hatte irgendwie 50 Swaps gemacht. Wir waren aber gar nicht so viele Teilnehmer. Und sie hatte jedem Teilnehmer einen Swap auf den Tisch gelegt. Und dann sagte sie, welches wäre denn meine Lieblingsfarbe? Ich sag, nö, nö, brauche ja nicht lange überlegen, ne? Grapefruit. Und dann sagt sie, gut, dann kriegst du auch noch einen Grapefruit. Total süß. Leider, leider hat sie ihren Namen nicht hier reingeschrieben. Vielleicht magst du dich in den Kommentaren nochmal verlinken. Auf jeden Fall eine total süße Idee. Und vielen Dank dafür, dass ich jetzt tatsächlich sogar zwei habe mit Grapefruit. Dankeschön. So, weiter geht's. Ich habe mir ein Tütchen. Ist auch total niedlich. Von mir für dich. Ich bin ja mal kein Freund davon, irgendwas zuzutackern. Wie ihr wisst, weil man das ja irgendwie nur nicht so zerstörungsfrei aufkriegt. Aber ich gebe ja immer mein Bestes hier. Oh, das ging tatsächlich auch mal ganz gut. Also, ich würde sagen, Pfefferminzbonbons. Aber leider auch kein Name. Ach ja, so schade. Eine super schöne Idee. Vielen Dank für den Swap und sei so nett. Und falls du dieses siehst, schreib dich bitte in die Kommentare, damit ich weiß, wer das gemacht hat. Aber vielen Dank für diesen Swap. Ich rutsche die mal ein Stück zur Seite. Jetzt wird es nämlich unangenehm mit Stapeln hier. Dann habe ich eine. Ja, das muss ich auch noch auspacken. Ein Einkaufschip. Nee, ja. Ein Magnetding von Einkaufszettel bekommen. Und hier steht nämlich, also so sieht das Ding aus. Das kann man hier, ne? Das ist Magnetfolie. Die kann man dann um den Zettel so zusammen machen. Und hier steht nämlich dann jetzt auch, dass das Ding von Sabrina Scholler ist. Musste ich nur leider auspacken, sonst hätte man es nicht lesen können. Ja, liebe Sabrina, vielen Dank für deinen Swap.
Da freue ich mich. Das passt gut in mein Bullet Journaling. Da kann man die Seite schön mit markieren. So, ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich bei den Schachteln angekommen. Fangen wir mal hiermit an. Das ist ein kleines Heftchen. 16. Juni, heute, genau, war Samstag. So viel Spaß. Statistik 2018. Genau, Melanie kam auf. Ist auch sehr süß, kann man so ein kleines Album machen. Vielleicht noch ein paar Fotos reinsetzen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann ist das wie so ein kleines Streichholzheftchen. Sehr niedlich. Melanie, vielen Dank. Der ist ja auch schön. Handmade. With love. By Melanie. Sehr süß. Ja, liebe Melanie, vielen Dank auch für deinen Swap. Dann haben wir hier von mir für dich. Unser neues Blümchen zum Schmetterling gemacht. Ist auch sehr niedlich. Corinna Henn hat mit mir diesen Swap getauscht. Und jetzt müssen wir da unbedingt mal reingucken. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel zerstöre, wenn ich das hier aufmache. Oh weia. Oh weia. Haben wir hier irgendwo Werkzeug? Ich habe mein Werkzeug, glaube ich, noch im Koffer. Ich habe nämlich noch gar nicht so richtig ausgepackt. Nee. Jetzt müsst ihr geduldig sein. Ich spule mal ein bisschen vor, bis ich es offen habe. So, ich habe es geschafft. Ich habe es offen. Werkzeug wieder weg. Und da drin haben wir ein Maxi-C-Licht. Würde ich mal behaupten. Jawohl. Und dieses Maxi-C-Licht riecht nach Vanille. Aber das war schon mal raus. Vielleicht. Nee. Ich hatte gerade gedacht, ob da noch ein Sprüchlein versteckt ist. Entschuldigung, ich muss mal eben hier. So, sonst haben wir die nächsten Projekte alle voll mit Wachs. Brauchen wir auch nicht. So. Ich hatte gedacht, vielleicht ist da noch ein kleines Sprüchlein in dem Teelicht versteckt, weil das so aussah, als wäre das schon mal raus gewesen, aber ist nicht. Ja, trotzdem eine total süße Idee. Corinna, vielen Dank. Ich freue mich sehr, einen Swap von dir bekommen zu haben. Natürlich wieder in Grapefruit, meiner aktuellen Lieblingsfarbe. Dankeschön dafür. So, dann haben wir noch ein kleines Kistchen in dem passenden zu Grapefruit. In dem besonderen Papier. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich brauche nämlich gar nicht gucken. Der Swap ist nämlich von... Jo. Genau, steht nur kein Name drauf. Mäuschen! Das ist ja blöd. Hat sogar keinen Namen drauf. Oh, und jetzt habe ich, sehe ich auch gerade, ich habe es ja gleich mal schön auseinandergerupft hier, ne? Das muss ich gleich auch wieder reparieren. Ja, der Swap ist nämlich von Martina. Ich glaube, sie heißt Martina. Ich bin aber echt noch nicht ganz wach hier. Wir haben eine ganz kuriose Historie. Wir haben uns kennengelernt in WhatsApp tatsächlich. Und sie hat eine Freundin, mit der ich schon auf ein paar Events war. Das ist die Daniela. Und Daniela wollte eigentlich auch auf Statistik kommen und
konnte dann kurzfristig nicht und hat dann gesagt, sie solle mich doch ganz lieb grüßen. Und dann sagt sie, ja, sie weiß ja gar nicht, wen sie grüßen soll. Ja, und dann hat sie ein Foto von mir geschickt und festgestellt, ach, die kenne ich doch schon. Ja, und so haben wir also dann auf dem Statistik gemeinsam einen Gruß an die Daniela geschickt. Und ja, ich wusste eben sofort, weil wir uns gegenseitig ein Foto davon geschickt haben, wie wir hier irgendwie Swaps machen, wusste ich, dass sie diese Kisten gemacht hat und habe sie dann erkannt, quasi ohne Foto, nur alleine daran, weil ich wusste, wie ihr Swap aussieht. Also eine ganz tolle Geschichte. Ich repariere den Swap gleich nochmal, damit er wieder hübsch ist. Und ja, liebe Martina, herzlichen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Dankeschön. So, dann haben wir hier auch noch ein bisschen Hüftgold. Das finde ich auch eine total süße Idee mit dem Baumstamm. Und Vellum embossen, also hier Transparentfolie embossen, ist im Moment ja tatsächlich total in, ne? Machen ganz viele. Finde ich auch total schön. Müsste ich mir auch noch mal ein Projekt mit ausdenken. Ja, also ich wünsche dir einen bunten Tag voller Freude. Den hatte ich auf jeden Fall von Nicole Budach. Entschuldigung. Ja, und ein bisschen was Süßes dazu. Total schön. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Swap. Gefällt mir super gut. Ich fand tatsächlich, diesmal war wieder ganz viel mit Mühe dabei. Manchmal hat man ja so Swaps, die sind sehr schlicht. Diesmal finde ich wirklich, habe ich alle wieder Mühe gegeben. Das ist auch schlicht, aber eben sehr wirkungsvoll, ne? Und geschmacklich gut. Und wie ihr seht, auch wieder eine Französin. Finde ich auch immer spannend hier, ne? Schokolade oder Süßigkeiten. Caramba. Zitrone. Süßigkeiten aus einem anderen Land. Also, kennt man ja so gar nicht bei uns. Also auch vielen Dank an dich. Leider hast du keinen Namen draufgeschrieben. Dankeschön. Dann habe ich ein kleines süßes Kistchen bekommen. Da stand ursprünglich mal kein Name drauf. Dann habe ich gleich geschimpft. Das war nämlich das erste Kistchen, was ich, oder das, der erste Swap, den ich gekriegt habe. Von meiner Sitznachbarin zur Rechten. Das ist die Nicola. Und Nicola hat dann freundlicherweise ihren Namen unten drunter geschrieben. Ja, ich finde das ja eigentlich irgendwie immer netter, wenn man sich nochmal bedanken kann. Und ein Raffaello. Guck mal, das nehmen wir mal raus. Kennt ihr schon, ne? Dass ich die Süßigkeiten, aber dann müsste ich auch diese französischen Süßigkeiten noch daraus nehmen. Also, liebe Nicola, vielen, vielen Dank fürs Swappen. Ich hoffe, du meldest dich, wenn du denn dann hier oben bist und wir dann nur einen Kaffee trinken gehen können. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. So, wo war er? Hier war er. Und hier war auch. So. Was mache ich mit diesem Ding? Ah, da kann ich das abmachen. Das ist ja auch schön. So. Legen wir das in die Richtung und dieses hier kann bleiben. Sehr schön. So, dann schauen wir nochmal weiter. Ein paar haben wir noch. Haben wir hier nur für dich gebastelt. Mit einem Brett. Eine Sour Cream Box. So. Gucken wir mal.
mal da rein. Komm raus, Feigling. So. Ach, da klebt er. Dann können wir die wieder zumachen. Und dann gucken wir mal. Das war Gabi. Gabis Kreation. Gabi aus Groß-Gerau. Liebe Gabi, vielen Dank an dich für diesen Swap. Ich stecke auch deine Adresse hier nochmal eben wieder rein. Die brauche ich nicht aufessen. So. Und weiter geht's. Das finde ich auch total schön. Ein Lesezeichen von Steffi Seifert. Und ich finde diesen Prägefolder total schön. Da muss er unbedingt. Und dies ist die neue Handstanze. Dies in einer Metallschale gibt. Ist auch total schön. Mag ich echt gerne. Und muss ich mir unbedingt noch bestellen. Ja, Steffi, vielen Dank an die für die freundliche Erinnerung in Grapefruit. Ja. Danke auch an dich fürs Swappen. So, dann haben wir, haben wir noch zwei. Jetzt ist tatsächlich mein eines Projekt in Müll gefallen. Ich habe nämlich hier meine Tasche liegen, wo das alles drin war. Hier kann man sehen, ne? Meine Tasche, wo das drin war. Weil ich erst die Projekte, die wir gemacht haben, getrennt hatte. Ja. Ich kann ja kein Französisch, aber ich weiß, welches Stempelset das ist. So sieht es dann also aus. Unser in Deutsch, du bringst Sonne in mein Leben. Und auf Französisch, tu mets du soleil dans ma vie? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Also auf jeden Fall, ich bringe Sonne in ihr Leben. Da freue ich mich sehr. Auch eine Box. Kathy Diebold. Das klingt aber schon deutsch. Vielleicht war das die Dame von den dreien, die Deutsch sprach. Die hat die anderen beiden Damen nämlich übersetzt. Sehr niedlich. Ja, gefällt mir auch wieder total gut hier. Vielen Dank auch an dich fürs Swappen. Und der letzte, den finde ich auch total schön. Den so, ja, ne? Habt ihr noch nur für dich gebastelt. Ist auch sehr süß. Ich frage mich nur gerade, was das für eine Farbe ist. Nochmal drüber nachdenken. Und dann müssen wir mal gucken. Ich habe die Maschine, die das hier kann, vor Augen. Ich weiß nur nicht. Augenscheinlich ist es nämlich trotzdem geklebt. Und man kriegt es dann also nicht wieder auf. Mal gucken. Oh, ne. Da werden wir mal handgreiflich werden müssen. Mal gucken, ob es hier schon reicht, damit man den Ansatz hier erreicht. Damit man den Ansatz noch sieht.
Gibt es auch eine Visitenkarte? Ich bin sofort wieder da. Anja. Anja Schor hat. Oh, da ist noch mehr drin. Hat diesen Swap gemacht. Ich lege die ihm hier mal wieder hin. Ah, oh, guck mal. Kleine Truppi Frutti. Truppi Frutti. Sehr lustig, passt echt tatsächlich voll ins Thema vom Statistik. Sehr süß. Ich habe euch ja das Live-Video schon gezeigt. Da gab es ja diese tropische Fotoecke und so. Total schön. Ach hier, du musst da wieder rein. So, schwupp. So, das waren meine Swaps vom Statistik. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Ich sage nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mit mir geswappt haben. Und jetzt gehe ich ganz schnell Video wandeln, Video schneiden, Video fertig machen, Video hochladen, Blogbeitrag schreiben, damit ihr das heute noch sehen könnt. Und mache dann gleich weiter mit den Projekten, die ich gebastelt habe. Ich wünsche euch erstmal noch einen tollen Tag und bis bald. Tschüss.